zusammen. Seit einiger Zeit kann man ja bei Rossmann wieder online auf Facebook jede Woche Produkttester werden, indem man diesmal, glaube ich, das letzte Mal war es, glaube ich, immer eine Giraffe, mit der man Luftballons zerpoppen musste. Oh Gott, irgendwas war da. Ich habe ein super schlechtes Gedächtnis und jetzt ist es so ein Greifarm und dann müsst ihr irgendwelche Päckchen rüber in den Einkaufswagen schmeißen und entweder ist es ein Produkt drin oder nicht. Und ja, wie gesagt, also jede Woche gibt es aktuell wieder was zu gewinnen bzw. zu testen. Und vor, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen ist das jetzt schon her, gab es dieses Pantene Provi Trockenöl. Mhm. Und das habe ich jetzt ausprobiert. Und eigentlich wollte ich einen Blogbericht dazu schreiben, aber diejenigen, die 25 unter euch, die tatsächlich den Blog lesen, die wissen, ich bin ein ganz, ganz furchtbar fauler Blogschreiber. Und ja, irgendwie tue ich mich leichter, wirklich tatsächlich kurz die Kamera anzuschmeißen und ein paar Worte darüber zu sagen, als mich hinzusetzen und zu tippen. Hm. Obwohl das, glaube ich, gerade bei so einem Produkt, wo mir jetzt gar nicht so viel einfällt, vielleicht einfacher wäre. Ein paar Fotos, 2, 3, 4, 5 Zeilen. Und gut wäre es gewesen, aber wie gesagt, also irgendwie knipse ich dann doch eher die Kamera an und ja, sabbel einmal kurz drauf los, weil ich im Moment auch eine größere Reichweite damit habe. Ich rede schon wieder um den heißen Brei rum. Eigentlich wollte ich ja zu diesem Haaröl was sagen. Und ja, bei dem Wort Öl habe ich schon gedacht, oh oh. Ich habe einige Öle ausprobiert und kennt ihr das, wenn ihr dann wirklich ein bisschen zu viel rauftut auf die Haare und dann seht ihr gleich so angeklatscht aus, dass es erstmal richtig fettig ist, dass es überhaupt nicht trocknet, nicht einzieht und dass man im Grunde die Haare nochmal waschen muss, es sei denn, man macht das abends, dann muss man es am nächsten Tag nochmal waschen, weil man so nicht aus dem Haus gehen kann. Und das habt ihr hier nicht, also wirklich nicht. Ich meine, ich kann nicht davon reden, was passiert, wenn ihr die ganze Flasche über den Kopf schüttet. Dann sicherlich. Aber für meine Haarlänge haben jetzt vom Gefühl her 2 Pumpstöße gelangt. Wenn ihr das so auf der Haut habt, also wenn ihr hier so, ich pumpe jetzt nicht, aber wenn ihr jetzt so zweimal pumpt, fühlt sich das extrem ölig an. Auch hinterher, wenn ihr das in eure Haare verteilt habt, da muss man sich echt die Hände waschen, weil das nicht einzieht, das ist richtig, richtig ölig. Und ihr gebt das nur in die Spitzen und hier so in die Haarlängen ein, also nicht in die Kopfhaut einmaskieren, weil dann könntet ihr wahrscheinlich wirklich speckig aussehen. Das ist wirklich nur für die Haare, die hier so runterhängen. Und das soll vor zukünftigen Haarschäden schützen. Mhm. Und ich habe erst, mein erster Gedanke war, no, ob das schafft, meine Haare zu reparieren. Hm. Also das kann es nicht und das hat es bisher auch nicht getan. Also es repariert nicht die bereits kaputten Haare, aber es schützt eben davor, dass nicht noch mehr Schäden dazukommen. Und weil ich ja nun mal super duper Rossmann Lockenstab habe, da habe ich doch auch eine Review zu gemacht, den ich ja nun doch öfters mal benutze. Hier sind noch so, den habe ich gestern, habe ich ihn benutzt und das ist jetzt so noch der Rest, der noch davon übrig ist, habe ich mir gedacht, ist es echt sinnvoll, wenn man, ich tue zwar ein Hitzespray rein, kurz bevor ich die eben locke, aber es ist vielleicht sinnvoll, wenn man zusätzlich nochmal ein Produkt in die Haare gibt, um sie eben zu schützen und ich habe nicht die einfachsten Haare, muss ich dazu sagen. Es ist einfach so, dass ihr die Haare wascht und dann davon eben, je nachdem, wie lang ihr die Haare habt, ob ihr ganz kurzes Haar habt, dann pumpt ihr eben einmal. Und wenn ihr so eine Walla-Walla-Mähne habt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch 5-mal pumpen. Und das gebt ihr in das Handtuch trockene Haar eben rein. Also wie gesagt, so ab hier, also da, wo die Haare nicht direkt aus der Kopfhaut kommen. Ich hoffe, ich erkläre das richtig. Also so mache ich es auf jeden Fall und so habe ich das auch verstanden von der Beschreibung hier hinten. Und ja, massiert das so ein bisschen ein in die Spitzen und ja, dann lasst ihr das einfach entweder an der Luft trocknen oder, keine Ahnung, föhnen, je nachdem, wie ihr sonst eure Haare nach dem Waschen eben auch pflegt. Und ja, also ich muss sagen, vom Duft her gefällt mir das ganz gut. Ich rieche nicht besonders viel, vielleicht weil ich einfach nur 2 Tropfen nehme. So in der Flasche riecht es sehr alkoholisch. Alkoholisch, ist das überhaupt ein Wort?
alkohollastig. Aber auf den Haaren rieche ich dann doch eher die Parfümstoffe. Und ich muss sagen, das ist recht angenehm, aber das verfliegt auch schnell. Ich habe das Gefühl, wenn das so richtig eingesogen ist, dass ich davon nichts mehr mitbekomme. Dass ich davon eben nichts mehr rieche. Und ich habe eben wirklich das Gefühl, dass es meinen Haaren besser tut. Vor allen Dingen, weil ich jetzt eben mit diesem Lockenstab immer dabei bin und die Hitze ja wirklich direkt in die Haare geht. Und vorher habe ich meine Haare meistens einfach nur luftgetrocknet oder eben mit dem Föhn trocken geföhnt. Aber jetzt, dass die Hitze wirklich direkt an die Haare kam, das hatte ich ja früher nie, weil ich nie einen Lockenstab benutzt habe. Aber ich komme inzwischen immer besser mit meinem Super-Duper-Lockenstab zurecht. Für 9,90 €, also für 10 Euro. Und den gibt es immer mal wieder bei Rossmann. Also solltet ihr echt die Augen aufhalten. Sicherlich gibt es Lockenstäbe für 200 Euro. Ich weiß nicht, ob die unbedingt... Man muss das natürlich auch können, ne? Wenn da so ein Laie dran sitzt wie ich und dann so einen 200-Euro-Lockenstab in der Hand hat, ich glaube nicht, dass die Locken dann viel besser werden. Und verbrennen kann man sich auch mit dem 10-Euro-Lockenstab. Hier sind noch so die Reste davon. Das tat schweineweh. Ja, aber wie gesagt, also das kann man sicherlich auch mit einem ganz teuren Lockenstab. Und ich bin wirklich begeistert von diesem Lockenstab. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass ihr denkt, ich mache Werbung für Rossmann. Okay, es ist natürlich automatisch Werbung, wenn man was Positives erzählt. Aber für 10 Euro der Lockenstab, den kann ich eben wirklich nur empfehlen, falls jemand das mal ausprobieren möchte. Ja, und wie gesagt, die Locken sind von gestern und die halten einigermaßen immer noch. Ich meine, die sind natürlich gestern ein bisschen... schwungvoller noch gewesen, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch erkennen, wenn man so ein paar ältere Videos anguckt, dass meine Haare in einigen Videos teilweise ein bisschen strohiger aussehen und ich habe wirklich das Gefühl, dass es schon ein bisschen hilft. Also auf jeden Fall, dass die Haare nicht, ich meine sicherlich werden die angegriffen von dem Lockenstab, von dieser extremen Hitze, aber ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich hilft, dass sie nicht so angegriffen werden. Ich beneide ja immer die Leute, die so viele Worte zur Verfügung haben und die dann auch richtig einsetzen können. Das wurde mir leider nicht mit in die Wiege gelegt. Ja, da müssen wir jetzt alle durch. Was kann ich dazu noch sagen? Das Einzige, was ich jetzt vielleicht nicht so toll finde, ist der Preis. Ich glaube, ich habe das bei Rossmann für 7 Euro gesehen, circa, roundabout. Das ist teuer. Aber ihr kommt da ewig mit aus. Ihr seht, dass da noch nicht so viel raus ist bei mir. Und wie gesagt, das benutze ich jetzt auch roundabout 3 Wochen circa. Und aber mit, ich meine, wie gesagt, wenn ihr natürlich so eine Riesenmähne habt, dann braucht ihr da natürlich ein bisschen mehr von. Aber ansonsten halten 7 Euro. Ich glaube, da komme ich noch den Rest des Jahres mit aus. Möchte ich mal wetten. Und dann ist es echt ein Klacks. Dann ist es nicht viel. Nee. Man bedenkt, was man sonst so ausgibt und wenn es den Haaren gut tut. Also ich kann das wirklich denjenigen ans Herz legen, die ihre Haare häufig glätten oder häufig locken oder wirklich immer den Föhn benutzen. Man soll ja auch nicht auf der heißesten Stufe, aber es geht natürlich immer schneller, ne, die Haare zu föhnen. Dem kann ich das echt ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Lasst es euch zur Not schenken, wenn es euch zu teuer ist. Ostern ist ja auch nicht mehr allzu fern und ich kann es empfehlen. Und weil ich es empfehlen kann, wird es das wohl in meiner 2000 Abonnentenverlosung zu gewinnen geben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke schon, dass ich das da mit reinpacken werde. Und ihr bekommt natürlich nicht meine angefangene Flasche, sondern eine niegelnagelneue. Und wenn ihr das Pantene Pro-V auch testen durftet, würde mich wirklich interessieren, was eure Erfahrungen damit sind. Habt ihr das Gefühl, dass es euren Haaren gut tut oder habt ihr das Gefühl, da tut sich gar nichts? Mögt ihr den Geruch oder auch nicht? Also ich kann vom Fetten her kann ich euch wirklich die Sorge nehmen, es fettet überhaupt nicht. Es sei denn, ihr nehmt jetzt wirklich zu viel, dann möchte ich nicht behaupten, dass es nicht fettet. Aber wenn ihr eurer Haarlänge entsprechend genug oder die richtige Menge in eure Haare gebt, dann habt ihr kein Problem damit, dass ihr hinterher speckig ausseht. So, ja, das war meine kleine Produkt-Tester-Review zu Pantene Pro-V Trockenöl mit Vitamin E. Repair and Care. 10-mal mehr Schutz gegen Haarschäden. Ja, ob das so ist, habe ich nicht nachgemessen, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es tut meinen Haaren gut. Und von daher werde ich das weiter benutzen, solange ich meinen super-duper Lockenstab heute benutzen werde. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!
Aber ich komme inzwischen immer besser mit meinem super duper Lockenstift. Aber ich komme inzwischen immer besser mit meinem super duper Lockenstift. 14 Minuten für ein Produkt.